Inselgnome auf der Walz, geschrieben und gelesen von Faulenzer. Ich lese jetzt die Kapitel 121 bis 125 und nächstes Mal geht's dann weiter. Wir sind die Gnome aus dem Untergrund. Wir leben, wie's uns gefällt. Wir lieben Hunde und lieben den Untergrund. Ja, das ist unsere Welt. Wir sind die Gnome aus dem Untergrund. Wir leben, wie's uns gefällt. Wir lieben Kleingeld und lieben den Untergrund. Ja, das ist unsere Welt. 121. Angriff von der Seekuh. Hey, ihr! Eine barsche Stimme riss Noti aus dem Schlaf. Hey, ihr da, aufwachen! Wer war das? Kurz überlegte Noti, wo sie war. Richtig, sie war mit ihren FreundInnen Richard, Queckdu, Schmunz und Schnappdu in Heiligendamm. Sie waren gestern aus der Luxusparty vom Grand Hotel rausgeflogen. Widerwillig öffnete sie die Augen und blickte auf einen älteren, untersetzten Mann mit Schnauzbart. Er trug ein weißes Hemd zu einer blauen Hose und an seinem Gürtel hingen auffällig allerlei Taschen. Es sah ein wenig aus wie der Pistolengürtel eines Cowboys. Nur statt Pistolen war da ein Funkgerät, Schlüssel, eine Taschenlampe und Handschuhe. »Das hier ist privat, ihr müsst hier weg.« »Wir schlafen aus«, quackte Richard laut und bestimmt. Unsicher drehte sich Noti zu Richard und flüsterte, »Ist das ein Polizist?« »Nein, nur ein oller Seekuh.« »Eine Seekuh?« bellte Noti erstaunt und lauter, als sie es beabsichtigt hatte. »Security«, lachte Richard. Ein mächtiger Polizist. »Steht jetzt auf, das ist Privatgrund«, wiederholte die Seekuh wie ein defekter CD-Player. Noti hatte sich eine Seekuh immer anders vorgestellt, eher wie eine übergroße Robbe und freundlicher. Doch gefährlich schien sie nicht zu sein, sonst würde Richard nicht so ruhig bleiben, überlegte die Gnomin. Aber später könnte sie dennoch den anderen Gnomen auf Helgoland erzählen, dass sie von einer richtigen Seekuh auf dem Festland angegriffen worden waren. »Wir schlafen aus. Das hier ist nicht privat«, quackte Richard zunehmend gereizt. Und so ging es noch einige Male hin und her. Noti schloss die Augen. Richard würde das schon machen. Sie döste ein. Als sie das nächste Mal wach wurde und die Augen öffnete, stand da ein großer Polizeibus direkt vor ihren Schlafsäcken. »Oh, scheiße«, dachte Noti. Und da fielen ihr auch die geklauten Sektgläser und die Matratze ein, auf der sie lag. Sogleich bemühte sie sich, möglichst unauffällig ihren Schlafsack nach links und rechts auszubreiten, um das Diebesgut zu verstecken. Das Herz pochte ihr wie wild. Würden sie jetzt ins Gefängnis kommen? Zwei PolizistInnen stiegen aus. Sie kamen auf die Gnome zu. Das wurde Noti zu viel. Sie sprang auf und bellte, so laut sie konnte. Ihr Rudel wurde angegriffen, sie musste es verteidigen. Wieder war es Richard, der sie festhielt. »Guten Morgen«, grüßte die Polizistin. Es war ein Team von einem Mann und einer Frau. Noti kläffte sie an, doch das schien sie nicht abzuschrecken. »Ja, der Hund darf sie auch mal beschützen«, sagte die Polizistin verständnisvoll. Während sie die Namen der Gnome abfragte, sah Noti die Seekuh im Hintergrund stehen und wütend auf den Polizist einreden. »Oh je, was er denen wohl erzählte!« Inzwischen stellte sie fest, dass sie die einzige war, deren Name nicht verlangt wurde. Vermutlich waren Namen von Hunden nicht wichtig. »Das hier ist kein Privatgrundstück«, verteidigte sich nun Richard gegenüber der Polizistin. Nach wie vor sah es dabei nicht ein, seinen Schlafsack zu verlassen. Ausschlafen war wichtig und musste erkämpft werden. »Hier ist kein Zaun und nichts und kein Schild, wo drauf steht, dass das privat ist.« »Wow«, dachte Noti, »Richard kannte sich inzwischen aber schon ganz schön gut in der Menschenwelt aus.« Die Polizistin zuckte mit den Schultern und sah sich um.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass das privat ist, aber wenn der Sicherheitsdienst das sagt, wird's wohl stimmen. Von wegen, entfuhr es nun Quäkdu. Ich sehe hier eher den Punkt, fuhr die Beamtin fort, dass sie den Eingang des Toilettenhäuschens versperren. Wie der auch mit uns geredet hat, schimpfte Richard weiter, ohne auf das Toilettenhäuschen einzugehen. Wütend deutete es mit dem Flügel zur Seekuh. Die Polizistin nickte verständnisvoll. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Kommunikation nicht so gut lief, sagte sie diplomatisch. In ihren Augen glaubte Noti, etwas wie Betroffenheit zu erkennen. Vielleicht ein Fünkchen Mitgefühl mit den Straßengnomen. Dennoch tat sie ihre Pflicht, die Interessen der Reichen zu verteidigen und in dem Fall die des Grand Hotels. Suchen Sie sich einen anderen Platz, forderte sie. Wir können das jetzt nicht nachprüfen, ob das Privatgrundstück ist oder nicht. Krass, dachte Noti. Sie weiß nicht mal, wer recht hatte, aber es ist klar, dass dem Grand Hotel zugestimmt wurde und nicht den VagabundInnen. Ihr Kollege redete immer noch ganz einschmeichelnd mit dem Sicherheitsmann. Vielleicht war das ihre Taktik, überlegte Noti. Der erste Bulle heuchelt Verständnis für die eine Konfliktpartei, der zweite Bulle für die andere. So beruhigen sich erstmal die Gemüter und dann wird den Reichen recht gegeben. Da kamen die sich wohl ganz schlau dabei vor, murrte das Gnom in Gedanken. Sie hörte noch, wie der Polizist sich gerade interessiert nach dem Grand Hotel und seiner Geschichte erkundigte. Vielleicht um das Thema zu wechseln? Und die Seko berichtete gern, voller Stolz, als gehörte der Prachtbau ihm und er wäre nicht nur ein unterbezahlter Sicherheitsangestellter. Das ist ja mal Identifikation mit dem Arbeitsplatz, dachte Noti. Die Gnome fingen an, ihre Sachen zusammenzupacken, und die Polizei stand immer noch da. Hoffentlich fahren die bald, schoss es Noti durch den Kopf. Wenn sie ihr Einpacken beobachteten, mussten sie früher oder später die geklaute Matratze entdecken, und mindestens die Seko würde sie erkennen. Dann gab es richtig Ärger. So machte sich Noti zuerst umständlich daran, Kleinkram in einen Beutel zu räumen und Müll vom Boden aufzulesen. Ihre Pfoten wurden dabei vor Angst ganz schwitzig. Dann endlich stiegen die beiden Beamten in ihren Bus und fuhren weiter. Der unangenehme Seku-Schnauzbartmann warf ihnen noch einen triumphierenden Blick zu und setzte mit gewichtiger Miene seine Wachrunde fort. Vielleicht würde er noch andere LandstreicherInnen finden. 122. Die ranzige Lieblingskäppi. Die Gnome hatten sich einen schönen Frühstücksplatz gesucht. Er war gar nicht weit von dem Toilettenhäuschen, vor dem sie geschlafen hatten, und bot einen traumhaften Blick auf Meer und Strand. Obwohl es noch so früh war, konnte keiner mehr schlafen nach der Aufregung mit Seko und Polizei. So schmausten sie eben umso länger und lümmelten herum. Doch als die Sonne anfing, heiß vom Himmel zu brennen, rutschte Noti mit dem weiterziehenden Schatten. Habt ihr meine Käppi gesehen? Fragte sie in die Runde. Nö, brummte Schmunz, und auch die anderen schüttelten mit dem Kopf oder zuckten die Schultern. Ich geh schwimmen, miaute Quäkdu, der die heiße Mittagssonne gerade recht kam. Verwirrt sah Noti sich im Gewimmel ihrer Klamotten um. Wo mochte sie sein? Sonst trug sie ihre Käppi immer entweder auf dem Kopf oder sie hing ganz cool und lässig am Gürtel um ihre Hüfte. Wie auch ihre Jacke, das Wohnzimmer, war sie ein besonders liebgewonnenes Kleidungsstück für die Gnomen. Sie war aus schwarzem, von der Zeit brüchig gewordenem Stoff. Die eine Hälfte jedoch hatte Noti mit einem Chlorreiniger weiß gebleicht. Hinten hatte die Gnomen dann einen Aufnäher mit der Forderung »Food not bombs« genäht. Den hatte sie einmal von Menschen bekommen, die sich gegen Krieg engagierten und gegen Firmen, die mit der Herstellung von Waffen ein Riesengeld verdienten. Vorne im Sonnenschirm der Kopfbedeckung hatte sie spitze Metallnieten gestochen, die sie ganz schön angriffslustig wirken ließen. Auch drei Buttons steckten in den Seiten. Das war einmal ein Anstecker, der mit Stoff in Kuhmuster überzogen war, einer mit Aufschrift von einer Band, die sie nicht kannte, und einer, wo Rack drauf stand. Das bedeutete rotzfreche Asphaltkultur. Und das waren Menschen, die ein wenig so wie der Müll der letzten Tage lebten. Mit Musik auf der Straße, gegen Unterdrückung und Gemeinheit kämpfend. Kurzum, die Käppi war ein Kleidungsstück, mit dem die Gnomin schon viel erlebt hatte und das ihr entsprechend ans Herz gewachsen war. So beschlich Noti gleich ein ungutes Gefühl,
als sie sie nicht an den gewohnten Orten fand, und die Gnomin machte sich nervös daran zu suchen. Überall lagen ihre Sachen verteilt. Das stinkende Zeug, über das sich die beiden KühlungsbornerInnen beschwert und die Gnomen mit einer Stink-Pride-Parade geantwortet hatten. »Ey, wo ist die denn?« fiepte Noti und hob einzelne Taschen aus Sabrina an. »Ach Mann«, Noti wurde miesepetrig, »hoffentlich hab ich sie nicht verloren.« »Oh, das wäre ja blöd«, quackte Richard, der wusste, was die Käppi ihr bedeutete. »Wann hattest du sie denn zuletzt?« »Gestern, auf der Party, hatte ich sie, glaube ich, auf«, überlegte Noti. »Hoffentlich ist sie da nicht runtergefallen.« »Als du gestürzt bist, meinst du?« »Ja, vielleicht«, antwortete Noti. »Ach, scheiße«, quackte Richard, »aber dann liegt sie da vielleicht noch. Und hier hast du wirklich schon alles durchgesehen?« »Mehrmals«, gab Noti frustriert zurück. Dabei war ihr Gewimmel an Kram, der verstreut auf sandigem Boden und Wagen lag, so unübersichtlich, dass sie das eigentlich kaum einschätzen konnte. »Sonst komme ich auch gern mit zum Hotel, wenn du dort nachschauen willst.« »Oh, das würdest du tun?« Noti schnupperte gerührt. »Klar, die scheiß Bonzen machen mir doch nichts«, lachte es frech. »Wollen wir sofort los?« bettelte Noti. »Wenn erst die ganzen Touris kommen, nimmt sie vielleicht jemand mit?« Richard kicherte. »Du, ich glaub nicht, dass sich hier jemand für deine ranzige Mütze interessiert.« »Was?« bellte Noti empört. »Die ist wunderschön.« Da stimmte Richard zu, doch sie schien tatsächlich nicht ganz in die Mode von Heiligendamm zu passen. Richard gab auch zu bedenken, dass sie besser auf Quecktu warten sollten, bis diese vom Baden zurückgekommen war, denn Schnapptu hatte sich weit abseits für sich allein hingesetzt, um ein wenig Ruhe vor dem Gruppentrubel zu haben. Und Schmunz mit all den Sachen allein zu lassen, wäre doof für ihn, falls es doch mal spazieren wollte oder so. Doch kurz darauf kam ein tropfendes, in ein Handtuch eingewickeltes Quecktu-Gnom, den mit Holzplanken verstärkten Strandweg zu ihnen hinaufgelaufen. Und so machten sich Richard und Noti sofort auf den Weg. Sie bemühten sich, haargenau dieselbe Strecke zu gehen wie am Vorabend. Verzweifelt schaute Noti umher, ob ihr die Käppi nicht vielleicht beim über den Strand humpeln vom Kopf gefallen war. Die Strandterrasse des Grand Hotels lag noch genauso verlassen da wie nach der Party. Noti lief sogleich zur Stufe, über die sie so unglücklich gestolpert war, doch nirgendwo war eine Käppi zu sehen. »Das kann doch nicht sein«, winselte sie traurig. Tatsächlich schoss ihr eine Träne ins Auge. Bei dem Gedanken daran, dass ihre liebe Mütze nun ganz plötzlich für immer verloren sein sollte, wurde sie so richtig traurig. Richard gab sich alle Mühe, seine Freundin zu trösten, und gemeinsam durchsuchten sie auch noch jeden Winkel der Strandbar. Noti fragte sich nicht, was wohl die ersten StrandbesucherInnen dabei denken mochten, als sie sahen, wie die zwei Gnome im fremden Eigentum herumwühlten. Aber sie hatten keinen Erfolg. Noti musste sich damit abfinden, dass ihre Mütze verloren war. 123. Bei Königinnen und Königen. »Wir können noch bei der Rezeption nachfragen«, schlug Richard vor. »Vielleicht hat jemand deine Käppi gefunden und dort abgegeben.« »Meinst du echt?« zweifelte Noti. »Du meintest doch, hier interessiert sich niemand für eine alte, verranzte Mütze. Ich glaube eher, die Leute beim Fest haben sie beim Aufräumen weggeschmissen.« »Hey, oder einer der Angestellten fand sie so toll, dass er sie behalten hat. Vielleicht sehen wir gleich einen der Kellner damit rumlaufen«, versuchte Richard, sie aufzumuntern. »So mit schicker Uniform und dann die Punker-Käppi dazu?« Auch Noti lachte. »Ja, das würde gut passen.« Beide kicherten bei dieser Vorstellung. »Ja komm, lass zur Rezeption gehen«, bellte Noti, auch wenn sie eigentlich keine Hoffnung hatte, dass ihre Käppi dort sei. Aber sie wusste, sie würde es sich später vorwerfen, wenn sie nicht alles versucht hätte. Der Eingang zum Empfangstresen des Grand Hotels war schwer zu finden. Er lag nicht wie bei gewöhnlichen Hotels an einer großen Straße mit gut sichtbarem Hinweisschild, um Menschen anzulocken. Nein, Laufkundschaft schienen sie hier nicht zu wollen. Nur die Creme de la Creme der Reichen sollte hier residieren, und die kam nicht zufällig spontan vorbei. Vermutlich, dachte Noti, haben sie auch Angst, dass gewöhnliche UrlauberInnen neugierig hereinschauten, denn das würde sicherlich einige ihrer hochnäsigen Gäste stören.
So gingen die beiden Gnome an hohen Zäunen entlang, standen vor verschlossenen Toren und fragten sich durch verwinkelte Parkwege. Schließlich öffneten sie eine unscheinbare Tür und trauten ihren Augen nicht. Sie standen in einer großen, hellen Schlosshalle. Einen Moment blieben Richard und Noti wortlos stehen und ließen den Anblick auf sich wirken. Es war wie in einem Märchen. Säulen und Stuckverschnörkelungen an den Wänden, funkelnde Kronleuchter, elegante Polstermöbel. Zu allem Überfluss gab es in der Mitte des Saales sogar einen kleinen Springbrunnen. So hat bestimmt das Spukschloss in Kühlungsborn auch mal ausgesehen, träumte Noti. Es war so heiß draußen, dass Noti sofort quer über den Marmorboden auf den Brunnen zusprang. Sie stellte ihre Pfoten auf den Beckenrand und steckte ihre Nase ins plätschernde Wasser. Erleichtert fing sie an, die kühle Erfrischung zu schlabbern. Das tat gut. Noti hörte ein Mädchen lachen und als sie sich zufrieden die Schnauze deckte, merkte sie die irritierten Blicke einzelner Königinnen. Denn so musste man hier die Gäste wohl nennen. Sie tapste zu Richard zurück und dieses hielt sich den Flügel vors Gesicht und lachte. »Du benimmst dich mal wieder unmöglich, Noti«, quackte es kopfschüttelnd. Da freute sich Noti, denn das fasste sie als Kompliment auf. Und Wertschätzung von Richard war besonders toll, denn zu ihm sah Noti in vielen Dingen auf. Dennoch verstand sie es nicht ganz. Trinken die Menschen nicht aus dem Becken? Die müssen doch auch Durst haben bei der Hitze. »Nee, das gehört sich nicht«, quackte Richard. »Der Brunnen ist nur zum Anschauen. Drin spielen ist dir sicher auch verboten.« »Nein«, setzte Richard hinzu, »die kaufen die 5-Euro-Getränke an der Bar.« Hinter einem Tresen gab es hier mehrere Schalter, wo Menschen ein- und auschecken konnten. Mutig stellten sich die beiden in die kleine Schlange. Dann wurden sie auch schon zu einem frei gewordenen Schalter gerufen. »Guten Tag«, grüßte die Frau dort in professioneller Höflichkeit. Sie trug wie ihre KollegInnen einen dunkelblauen Blazer mit dezentem, goldgesticktem Logo des Grand Hotels. Ihre schwarzen Haare trug sie zu einem Zopf nach hinten gebunden, was bei ihr etwas streng wirkte. »Hallo«, bellte Noti und musste sich ein Lachen verkneifen. Dass zwei so verlodderte Gnome inmitten all dieser majestätischen Herrschaften am Schalter standen, war ein lustiger Kontrast. Auch Richard grüßte in bemüht höflichem Ton. Die Rezeptionistin betrachtete sie tatsächlich mit großen, verwunderten Augen. Doch zu Notis Überraschung behielt sie ihre Kundenhöflichkeit auch ihnen gegenüber bei. »Was kann ich für Sie tun?« Richard begann. »Meine Freundin hier hat gestern ihre Käppi beim Strandfest verloren. Wurde vielleicht eine gefunden und abgegeben?« »Oh«, sie schutzte, »also nicht, dass ich wüsste. Wie sah die denn aus?« »Wunderschön«, bellte Noti traurig, und sie beschrieb das gute Stück genau. »Ich schau mal bei den Fundsachen nach, aber ich glaube nicht.« Sie ging in einen hinteren Raum und Noti trippelte nervös von einem Fuß auf den anderen, während sie warten musste. Kurz darauf kam die Rezeptionistin zurück. »Nein, hier wurde nichts abgegeben.« »Oh nein«, winselte Noti verzweifelt. »Wissen Sie, die Mütze habe ich schon ganz, ganz lange und die ist mir wirklich wichtig.« Die Frau nickte etwas unbeholfen. »Ja, das glaube ich«, sagte sie, und tatsächlich sah Noti etwas Bedauern in ihrem Gesicht. Richard schaltete sich wieder ein. »Kann es nicht sein, dass sie später noch abgegeben wird?«, fragte es. »Das Fest war ja erst gestern Nacht. Vielleicht kommt heute im Laufe des Tages noch jemand. Ist ja noch früh.« »Ja, das kann schon sein«, stimmte sie zu, »aber in der Regel wird so etwas nicht hier abgegeben.« »Oh, aber wenn die Käppi doch auftaucht, dann legen Sie sie mir bitte zurück, ja«, bettelte Noti, »an einem sicheren Platz. Wir haben unser Lager gar nicht weit von hier und sind bestimmt noch einen Tag da.« »Ja, mache ich«, sagte die Hotelsfrau in einem Ton, der andeutete, dass sie das Gespräch damit abschließen wollte. Sie machte auch eine Geste zu den Menschen hinter den Gnomen in der Schlange, dass sie nach vorn kommen sollten. »Also, Sie halten die Augen offen, ja«, bellte Noti noch, als sie von großen Menschen beiseite geschoben wurde. »Und nicht vergessen«, rief sie noch, »die Käppi ist zur Hälfte schwarz und zur Hälfte weiß, schmutzig und zerschlissen, mit Buttons.« Doch eine Gruppe Menschen drängte nun an ihnen vorbei und nahm den Schalter in Beschlag. Richard legte seinen Flügel um Notis Schulter und führte sie mit sanftem Druck fort.
Moti drehte sich immer wieder um beim Gehen. »Haben Sie den Aufnäher notiert?« rief sie zum Schalter. »Food not bombs!« 124. Das Hotelgnom. Quecktu und Schmunz waren bereits am Schnorren. Sie hatten ihr Lager vom Frühstücksplatz gleich an den Sandweg verlegt, der zum Strand hinführte. Dort war eine gräsernsteinige Kuhle in den Dünen, in der sie all ihre Sachen und auch sich selbst gelegt hatten. So lümmelten sie sich wie in einem weichen Sofa eingesunken auf ihre Decken. Durch die Kuhle lagen sie etwas tiefer als der Weg und so blickten sie aus ihrem Bett zur Kundschaft hinauf. Das sah äußerst bequem aus. Sie machten keine Musik, aber auf dem Weg stand der Zylinder aufgestellt und zu Notis Verwunderung auch ein großes Pappschild daneben. »Wieder eine Stink-Pride-Aktion?« »Was ist das denn?« fragte nun Richard verwundert die anderen Gnome. Schmunz an Quecktu gekuschelt, grinste frech. »Na, lies mal!« Da flatterte Richard ein paar schnelle Patscheschritte nach vorn und las neugierig das Schild vor. »Preistafel! Blöd glotzen, 5 €. Sagen, ich war früher auch mal Punk, 5 €. Bulle oder Ordnungsamt oder Security sein, 10 €. Sagen, hier ist Privatgrundstück oder Mittagsruhe, 5 €. Fragen, bist du Junge oder Mädchen, 50 €. Na, das sind ja gnomige Preise, quackte Richard lachend. Und wie läuft das Geschäft so? Geht so, brummte Schmunz. Bisher haben Leute nur blöd geglotzt und dann die Zeche geprellt. Na, sowas wie dreist, quackte Richard empört. Ohne zu zahlen abhauen ist nur bei teuren Restaurants und großen Ketten okay. Weil die haben eh genug Geld, aber doch nicht bei schnorrenden Inselgnomen, die versuchen, ein Geschäft aufzuziehen. Noti stellte sich hinter Richard, als wäre das die Warteschlange. »Entschuldigung, sind Sie bald mal fertig?« quengelte sie gespielt gereizt. »Andere Kunden wollen auch noch dran.« »Oh, Verzeihung«, quackte Richard schnell und trat höflich zur Seite. Noti trat vor und betrachtete die Preistafel. »Guten Tag«, miaute Quecktu mit einem geschäftsmäßigen Lächeln, das Noti sehr an die Rezeptionistin erinnerte. »Was darf's denn sein?« überlegte das Gnom kurz. »Ich hätte gern einmal das Blödlotzen, bitte.« Sogleich verzog sie ihr flauschiges Gesicht zu einer ulkigen Grimasse. Alle lachten. »Ich habe leider kein Geld dabei«, musste sie allerdings gestehen. »Ist nicht schlimm«, beruhigte sie Quecktu. »Sie haben natürlich Mitarbeiterinnenrabatt. Ein Luftguss reicht.« Den warf Noti ihr gerne zu, und dann kuschelte sie sich zu Quecktu auf die Decke und umarmte ihre Freundin. »Das sieht echt drollig aus, wie ihr euch da im Graben flätzt«, lachte Richard. Das Gnom flatterte mit kurzem Flügelschlag zu ihnen hinunter und ließ sich dann mit langem Seufzer sinken. »Ach, das ist jetzt genau das Richtige«, stöhnte es genüsslich. »Ich bin voll müde irgendwie.« »Klar, die Hitze, der kurze Schlaf«, zählte Schmunz auf. So ging es ihnen allen. Herumzuwalzen schlauchte, besonders wenn man kein Geld für eine Unterkunft hatte. Auch Noti merkte deutlich die Erschöpfung in ihren Gliedern. Doch einfach nur da zu liegen, hielt sie nicht lange aus. »Wollen wir nicht Musik machen?« schlug Noti vor und schaute auf all die Badegäste, die wohl geradewegs vom Bahnhof der Molly herkamen. Doch es gab wenig Begeisterung bei den anderen Gnomen. »Ja, du kannst ja mal anfangen und ich sing dann mit«, erbot sich Schmunz müde brummelnd. Selbst wenig von ihrem Vorschlag überzeugt, nahm Noti das Akkordeon und stimmte ein Lied an. »Ich kenne einen Gnom, mit dem ich gerne wohne. Es arbeitet in einem schicken Grand Hotel. Ein Zimmer mit Balkon, das macht dann 2 Millionen €. Und die reichen Gäste zahlen schnell. Danke sehr, wie ihr wünscht, mein Herr. Darf ich ihr Gepäck für sie tragen? Ist doch noch so schwer für sie gern, mein Herr. Hoffe, alles ist zu ihrem Wohlbehagen. Denn einem Gnom wie mir, dem geht's sonst an den Kragen.
Eine stundenlange Schicht mit Überstundenpflicht. Das Gnome hat Angst vorm Chef und vor der Kündigung. Das Fünf-Sterne-Hauptgericht vom Buffet, das darf es nicht. Und eine Raucherpause machen wäre Versündigung. Doch an einem Tag, seht nur, was da lag. Eine Punker-Cappy liegt dort auf dem Gästetisch. Und was sie vermag, das ist zauberstark. Denn sie zaubert wieder Lächeln auf das Gnomengesicht. Das Gnom denkt sich, wie schön, damit lass ich mich sehen. Die Mütze passt perfekt zu meiner Uniform. Und sie zaubert so wie Feen, macht Mut bis in die Zehen. Da ruft das Gnom gleich all seine KollegInnen nach vorn. Und sie fordern mehr Lohn für Menschen und Gnom. Solange wird hier kein einziger Gast bedient. Das Gnom serviert sich alles selber, die Käppi, die Behälter. Es tanzt die ganze Nacht und schmeißt eine Aspirin. 126. Bulle sein macht 10 Euro. Noti sang das Lied mehr vor sich hin als wirklich fürs Publikum. Schon beim Singen merkte sie, dass auch sie eigentlich zu müde war und ihre bequeme Liegekuhle verhalf ihr nicht gerade zu mehr Energie. Umso alberner wurden die anderen Gnome. Der professionelle Zirkus, den sie noch in Rerik hatten darstellen wollen, war vergessen. Übrig blieb ein Häuflein rotzfrecher, schmutziger Asselpunks. Vielleicht verschnappt du, dieser Gruppenbeat gerade zu viel geworden und es wollte deshalb alleine spazieren gehen. Überhaupt schien das Gnom in nachdenklicher und schüchterner Stimmung zu sein. Richard und Quecktu probierten derweil aus, ob sie auch zu zweit unter den Regenschirm passen würden und so PassantInnen erschrecken konnten. Wie Noti in Kühlungsborn öffneten sie dann plötzlich den Schirm über sich und sangen: Habt ihr ein bisschen Kleingeld für uns? Nach einer Weile wurde ihnen aber auch dieses Spiel zu anstrengend und sie legten sich in die Kuhle zurück. Da schlummerten sie vor sich hin und gaben ab und an ulkige und schiefe Versionen ihrer Lieder zum Besten, gefolgt von gnomigen Lachanfällen. Plötzlich kam eine Frau in Ordnungsamtuniform. »Guten Morgen«, grüßte sie fast schon fröhlich. »Das müssen Sie einpacken«, sie deutete auf den Kleingeldhut. »Geld einnehmen ist hier nicht erlaubt.« »Straßenmusik ist aber erlaubt«, widersprach Richard sofort. Die Beamtin schaute sich überrascht um. Diesen quietschenden Gnomhaufen hatte sie wohl nicht als Musik erkannt. »Können wir Ihnen ein Lied vorspielen? Dann kriegen Sie einen Eindruck«, schlug Noti vor. Eine ältere Dame kam zum Strand hinausspaziert. Als sie sah, dass die Gnome Ärger mit dem Ordnungsamt hatten, zeigte sie sich solidarisch. »Ach, die machen das doch so schön«, sagte sie an die Ordnungshüterin gewandt, »und sogar mit Musik. Lassen Sie die jungen Leute doch.« »Die wollten mir gerade ein Lied vorspielen«, erzählte ihr da die Beamtin mit einem Lächeln. Sie schien die Gnome doch auch irgendwie niedlich zu finden. 1, 2, 3, zählte Noti ein, und ihre FreundInnen wussten sofort, welches Lied kommen sollte. »Hast du ein bisschen Kleingeld für uns, Kleingeld für uns?« Sie trällerten und quietschten das Lied voller Ausgelassenheit, und sogar die Ordnungsbeamtin musste darüber lachen. Da fiel ihr Blick auf die Preistafel und ihr Lachen erstarrte. »Oh je«, dachte Noti, und sie bekam Gänsehaut, »das hatte ihnen noch gefehlt.« Die Uniformierte las vor. »Bulle, Ordnungsamt oder Security sein, 10 Euro.« Sie runzelte die Stirn und ihre Gedanken schienen zu rasen. Was sollte sie jetzt mit diesen frechen Gnomen anstellen, schien sie sich zu fragen. »Das finde ich aber nicht gut«, sagte sie schließlich und deutete auf die Tafel. »Pack das Schild mal ein, dann will ich nichts gesehen haben«, ordnete sie an. Sie ging weiter. Dann wandte sie sich noch einmal um. »Und die 10 Euro zahle ich nicht.« Die Gnome hielten den Atem an, bis die Frau außer Hörweite war. Dann prusteten sie los. Schmunz und Richard schlugen Pranke und Flügel zusammen. »Der haben wir es gezeigt«, quackte Richard. »Das Preisschild ließen sie stehen.« Der Kampf gegen Recht und Ordnung hatte begonnen. »Oh, da kommt Schnappdu zurück«, miaute Quecktu. »Und hat Pommes dabei«, quackte Richard aufgeregt. »Was?«, bellte Noti ungläubig aus ihrem Halbschlaf aufgeschreckt. »Ja, wirklich, Pommes«, bellte sie begeistert. »Pommes sind das Allerbeste auf der Welt.« Schnappdu lächelte über diesen überschwänglich verfressenen Empfang. Die Ruhe hatte ihm offenbar gut getan.
Alle Gnome wussten, dass ohne Geld durch die Menschenwelt reisen ganz schön schlauchen konnte und rund um die Uhr im engen Rudel wohnen war nicht für jeden etwas. Schnappdu stellte zwei große, fettige Schachteln mit Pommes und Ketchup in die Mitte, die einfach herrlich dufteten. Hm, schmatz, schmatz, Gnom, Gnom, Gnom. Noti spürte ihre Lebenskräfte geweckt. Doch plötzlich wurde sie von einer nur allzu vertrauten Stimme aufgeschreckt. Na, ihr seid ja nicht weit gekommen. Die Security, Seku genannt, hatte sich doch tatsächlich von hinten durch den Dünenwald herangepirscht und baute sich nun mit ekelhaftem Grinsen vor ihnen auf. Geht weg, sonst rufe ich wieder die Polizei. Richard fuhr auf. Den Schnabel noch voller Ketchup wirkte es fast blutrünstig gefährlich. Wir sind doch schon weitergegangen, was willst du? Ihr sollt ganz woanders hin, das hier gehört immer noch zum Hotel. »So ein Quatsch«, protestierte Richard und klapperte erbost mit dem Schnabel. »Ich rufe jetzt die Polizei.« Die Seku grinste, so unerträglich siegesgewiss, dass es Noti die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Damit ging er durch das Wäldchen zurück zum Hotel. »So ein Scheißtyp«, fauchte Quektu angewidert. »Der hat doch überhaupt nicht recht«, quakte Richard sich in Rage. »Als wenn das hier Privatgrundstück wäre. Der labert einfach nur Scheiße.« »Und wenn es nun doch macht«, fiebte Noti kleinlaut, »die Bullen rufen. Sie bekamen nun doch etwas Angst.« »Dann haben wir nichts Verbotenes gemacht«, polterte Richard. »Na«, brummte Schmunz nun, »ich will mich auch nicht von den wegscheuchen lassen, aber ich wollte eigentlich eh vorschlagen, dass wir noch mal in die Strandpromenade gehen.« So überwog am Ende der Wunsch, aufs Meer zu schauen, gegen die Verlockung, die Seku zu ärgern. Als mir, Faulenzer, Noti diese Geschichte erzählte, merkte ich noch immer die Wut auf diesem blöden Sicherheitsmann in ihren Augen funkeln. Es hatte sie im Nachhinein noch besonders geärgert, sagte sie mir, dass sie ihm nicht anständig Kontra gegeben hat, so wie sie es oft bei Richard und Quektu bewunderte. So, ihr Lieben, das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Und nächstes Mal geht's dann weiter mit 126, die verfickte Ostsee. Bis dahin, tschüss. Habt ihr ein bisschen Kleingeld für uns, Kleingeld für uns, Kleingeld für uns? Habt ihr ein bisschen Kleingeld für uns? Bitte da in die Mütze. Habt ihr ein bisschen Kleingeld für uns? Kleingeld für uns, Kleingeld für uns. Habt ihr ein bisschen Kleingeld für uns? Bitte da in die Mütze. Kleingeld, 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 Kleingeld. Kommen wieder keine Fragen.